Ja, und hallo und willkommen bei Stray, ein neues Spiel auf meinem kleinen Kanal hier. Ich habe mich wahnsinnig gefreut auf dieses Spiel, bin etwas spät zur Party. Ich weiß, das ist schon vorletzte Woche rausgekommen. Oder letzte Woche. Es ist auf jeden Fall schon draußen und einige Leute haben es auch schon gespielt. Ich habe mich wahnsinnig gefreut auf dieses Spiel. Weil ich das irgendwie nett fand von den Trailern. Und ich habe auch bisher noch nichts weiter dazu gesehen, gelesen oder getan. Ich spiele sozusagen völlig im Blindflug, werde viele Sachen übersehen. Und ja, wir starten einfach mal ein Spiel. Ich spiele, wie die Empfehlung es gesagt hat, mit dem Gamepad. Ja, dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ja, das sind wir. Der Streuner, sozusagen. Ja, Steuerung soweit ganz intuitiv. Rechts die Kamera, links Bewegung. Die Kamera dreht sich nicht automatisch mit, also man läuft auf sich selbst zu. Man muss sich selbst die Kamera drehen. Ah, die haben mich lieb. Ja, ich finde das irgendwie ganz lustig, dass man so typische Katzensachen macht und nicht so vermenschlicht wird, obwohl man eine Katze spielt. Wobei man später, glaube ich, auch noch irgendwie so ein Rucksack bekommt, habe ich gesehen in dem Trailer. Ja, wie gesagt, ich spiele blind, habe keine Ahnung, was uns erwartet, was passiert. Und jetzt hätte ich das irgendwie ein bisschen cooler gefunden, wenn man sich am Anfang noch irgendwie hätte sich ein bisschen individualisieren können oder auswählen können. Ich hätte zum Beispiel eher eine schwarze Katze gewählt. Alle machen ein Nickerchen. Ja, dann machen wir auch ein Nickerchen.
Innerhalb der Mauer. Okay, also gibt es eine Mauer, die irgendetwas draußen hält oder uns drinnen? Ja, aus den Trailern konnte man entnehmen, dass man irgendwie in einer Art dystopischen Welt spielt. Richtig Menschen habe ich dort nicht gesehen, tatsächlicherweise, sondern eher so Roboter, die menschenähnliche Züge hatten. Ja, und das hier sieht ja auch schon ein bisschen verlassen und verwuchert aus. Ich bin leider immer so ein Typ, ich muss immer erstmal überall hingucken, wo ich nicht hin soll. Vielleicht finde ich ja irgendwas Cooles. Oh, hier kann man... Okay, hochspringen und klettern scheint wohl nicht so richtig frei zu gehen. Man muss immer gucken, dass man auch eine Sprungkante findet. Sonst Wasser latschen können wir nicht einfach. Das bedeutet also, dass wir auf dieses Rohr auch gar nicht rauf können, wenn es uns nicht mit A angezeigt ist. Naja, gut, okay. Das ist ein bisschen... ja, das ist schade. Doch, ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn man freier erkunden könnte. Dass wir hier mal hochklettern können und da oben reingucken. Irgendwie ist die Kamera ein bisschen schnell. Das muss ich nochmal irgendwie umstellen. Steuerung. Blickempfindlichkeit. So. Machen wir mal ein bisschen weiter runter. Ja. Ah ja. Ja, so ist besser. Das wird mir ja schwindelig beim Umgucken. Drücke B zum Miauen. Wichtige Funktion. Ja, wahrscheinlich wird das nachher wichtig sein, wenn man irgendwie mit anderen interagieren muss. Das ist auf jeden Fall wichtig, das ist zum Krallen schärfen. Zwischendurch auch immer mal miauzen, das ist auf jeden Fall wichtig. Trinken. Schlaps, schlaps, schlaps. Was hier? Ah, mehr trinken. Okay. Getrunken haben wir ja jetzt. Könnten wir uns vielleicht nochmal eine Maus fangen? Gut, bisher alles recht linear aufgebaut. Man hat also nicht das Gefühl, dass man irgendwas verpassen könnte.
wenn es irgendwelches Zeug zum Sammeln gäbe oder so, dann hätte man das, glaube ich, schon vorgestellt. Ich hätte ja eigentlich gerne noch so eine Anschleichfunktion. Ich habe erst genau gedacht, dass es der linke Trigger wäre, aber damit kann man eher so einen mal genauer hinsehen Modus schalten. Aber sowas wie Anpirschen würde mir noch fehlen. Kann man doch bestimmt aufhören. Weiß nur noch nicht genau wozu. Ja, Stau. Katzenstau. Oh, das sieht gefährlich aus. Eine etwas unsaubere Landung. So viel dazu, Katzen landen immer auf ihren vier Pfoten. Oh nein, ich befürchte, wir sind verletzt. Mist. Na, da können wir wohl nicht wieder zurück, ne? Sehr weit gekommen mit unserem verletzten Fuß. Oh, scheinbar ist unser Fuß wieder heile. So ein Nickerchen machen scheint Wunder zu bewirken. Na gut, das nehmen wir mal so als gegeben hin. So, da ist also jetzt eine Lücke offen. Da sind aber auch diese komischen, wuscheligen Viecher reingelaufen. Weiß ich noch nicht, was ich von denen halten soll.
Gut, kein Weg zurück. Totenstadt. Naja, das klingt ja einladend. Ah. Oh, tiefe Pfütze. Kann man da hoch? Ich möchte halt ungern denen so direkt nachlaufen. Aber wahrscheinlich sollen wir das. Vielleicht auch hochklettern könnte. Mal da hoch? Nein. Na gut, dann nehmen wir uns hier mal dran. Ohne Kamera. Wir sind Fernsehen. Also da hinten sind diese Wuschels und ich sehe gerade die... Ach, der leuchtet da oben? Ja, hat der. Oh. Machen sie wieder ab, okay. Also bis jetzt können wir außer Klettern und Mauzen noch nicht so wahnsinnig viel erreichen. Was ist das denn? Roboter, ist das halt vielleicht so ein Stadtbewohner hier? Vielleicht gibt es gar keine Menschen mehr. Keine Trompete spielen. Gut, ist nicht so schlimm. Ich habe meine Trompete gerade sowieso nicht dabei. Fühlt sich ein bisschen beobachtet. Ich musste es tun. Katzen tun sowas. Ich dachte, ich könnte hier auf das Geländer und dann direkt da oben hoch. Na gut, jetzt hat das so... Ja, guck mal, da sind so Stacheln dran, die gegen Tauben und Katzen. Hallo. Können Katzen lesen?
Aha. Wir können einen Eimer mitnehmen. Warum sollte ich einen Eimer mitnehmen? Nicht so der typische Katzenkram. Kann ich mauzen? Nö. Hab ja auch nur einmal in der Schnute. Vielleicht. Haha. Zack. Ich habe noch nie eine Katze gesehen, die irgendwie was in ihrem Mund trägt, außer etwas, was sie gefunden hat. Gefangen hat. Klingt tief. Sollten wir wohl besser nicht runterstürzen. Also ich finde, es sieht aus wie ein modernes Kunstwerk und das können wir so lassen. Oh, warum hakelt das denn jetzt auf einmal nur? Noch mehr Farbe zum Runterwerfen. Oh. Hoppala. Oh, toll. Ich hatte ja irgendwie gehofft, dass wir jetzt die frische Farbe an den Pfoten haben. Und hier erstmal. Oh, doch, tatsächlich. Sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, welcher Teppich besser ist, aber wir mussten es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ah, das scheinen diese komischen Wuscheldinger zu sein, die jemand wohl offensichtlich nicht so gut findet, weshalb er die mit Dartpfeilen beworfen hat. Eine richtige Katze wäre jetzt, glaube ich, komplett ausgeflippt. Naja. Was ist das? Trinken. Ja, trinken ist gut. Oh, wieder ein Pfeil für uns. Ich bin mir nicht sicher, ob die Entwickler hier einfach einen am Himmel ein bisschen gespart haben oder ob wir tatsächlich uns in so einer Kuppel befinden. Huch.
Mit der Tür hätte ich wahrscheinlich sowieso sonst nichts machen können. Also solange die von mir abhauen, ist ja alles okay. Los, haut ab. Oh, der lebt noch. Hallo. Hoppala. Das habe ich nicht gewollt. Nee, da oben Stacheldraht, da kommen wir nicht weiter. Ja, vielleicht hüpfen wir unseren Weg. Sieht sehr nett aus. Sehr verlassen und sehr schmutzig, aber durchaus durchdacht und realistisch, möchte ich sagen. Oh, jetzt sind es ein paar mehr. Oh, die sind... Ah, ja, okay. Wenn sie viele sind, sind sie mutig. Mehr Tier um zum Laufen. Ja, dann machen wir es. Oh Gott, oh Gott, lass mich in Ruhe. Ja, dann müssen wir wohl da lang gehen. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf, dann wieder einzuschalten. Und bis dahin, ciao.